Der Markus von Living Active und heute mit einem Outdoor Edge Swing Blaze Messer. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Jagdmesser beschäftigen, da ein gutes Jagdmesser in die Grundausstattung eines jeden Jägers gehört. Hierbei handelt es sich um das Outdoor Edge Swing Blaze Messer, welches in solch einer Kartonverpackung geliefert wird. Darin finden wir unser Messer, eine Nylonscheide und eine Bedienungsanleitung. Die Nylonscheide ist wirklich sehr gut verarbeitet. Im Inneren besteht sie aus Kunststoff und es ist ein Nylonstoff aufgebracht und die Scheide ist wirklich sehr stabil und schützt das Messer zuverlässig. Hier oben findet ihr noch eine Druckknopfsicherung, die das Messer zuverlässig dort hält, wo es hingehört. Was aber gut ist, auch wenn diese geöffnet ist, fällt das Messer nicht heraus. Also ihr müsst schon auf das Messer einen Zug ausüben, damit es entnommen werden kann. Das heißt, es wird nicht so leicht verloren, was sehr gut ist. Oben findet ihr auch noch eine Gürtelschlaufe, die ist auch sehr breit und kann somit mit jedem handelsüblichen Gürtel verwendet werden. Die Messerklinge hat eine Länge von 8,5 cm, die Aufbruchklinge hat eine Länge von 6 cm, bei einer Klingenstärke von 3 mm kommen wir somit auf ein Gesamtgewicht von ca. 200 Gramm. Die Gesamtlänge des Messers beträgt 21 cm. Das Tolle an dem Outdoor Edge Swing Blaze Messer ist, dass ihr zwei Klingen in einem Messer habt. Ihr könnt mit Hilfe dieses Druckknopfes zwischen einer normalen Messerklinge und einer Aufbruchklinge wählen. Der Messergriff ist gummiert und liegt wirklich hervorragend in der Hand. Auch wenn das Messer nass ist, erhält man dadurch einen wirklich sehr guten Grip und das erleichtert das Arbeiten mit dem Messer nochmals. Auf dem Outdoor Edge Messer finden wir den Hinweis AUS-8 Stainless. Das ist ein Messerstahl, welcher aus Japan stammt und dass die Japaner sehr gute Messerstähle herstellen können, sollte eigentlich jedem bekannt sein. Die Rockwell-Härte wird vom Hersteller zwischen 7 und 58 angegeben, was auch für einen sehr hochwertigen Stahl spricht. Die Messerklinge ist von Werk aus wirklich sehr, sehr scharf. Ich habe das getestet an einer zerknüllten Küchenrolle, welche das Messer sehr gut zerschneiden konnte. Aber ich habe es auch an Leder getestet. Und auch hier hatte die Messerklinge absolut keine Probleme. Die Aufbruchklinge des Messers würde ich sogar noch etwas schärfer einstufen als die Messerklinge. Diese habe ich auch an Papier getestet und das bereitete dem Messer auch absolut gar keine Probleme. Und auch bei einem Stück Leder konnte diese Klinge wirklich ihre ganze Schärfe beweisen. Der Griff des Messers ist hier in Signal Orange. Es ist aber auch in Schwarz oder für die Jägerin von heute in Pink erhältlich. Ja, mehr gibt es zu solch einem Messer eigentlich auch nicht zu sagen. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr euch ja mal bei Facebook reinklicken. Wir haben derzeit ein kleines Gewinnspiel am Laufen. Ihr könnt uns aber auch mal persönlich in St. Ingbert bei Living Active besuchen. Wir haben auch neue Kollektionen an Kleidung reinbekommen. Und ich würde sagen, ich schneide mir jetzt noch ein schönes Stück Wildsalami. Und bis dahin verbleibe ich mit einem kräftigen Weidmannsheil. Euer Markus von Living Active.